Schönen guten Morgen, Wolfgang Büser. Wir fangen direkt Hallo, an, haben viele Fragen. Erika Seibold aus Recklinghausen ist jetzt live am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Was haben Sie denn für eine Frage? Ich arbeite auf 400 € Basis seit 2 Jahren bei der WAZ. Und jetzt wurde uns mündlich mitgeteilt, dass wir diese 16 Tage Urlaub nicht mehr bezahlt bekommen. Müssen aber den Urlaub nehmen. Ist das richtig? Ach, das ist ein Spaß. Also ein ziemlich ernst sich anhörender Spaß. Teilzeitkräfte, also 400 €, was auch immer, haben dieselben arbeitsrechtlichen Ansprüche nach dem Bundesurlaubsgesetz wie Vollzeiter auch. Also wenn ein Arbeitgeber jemandem, der 5.000 € im Monat verdient, seine 6 Wochen Urlaub bezahlt, einer 400 € Kraft nicht, dann fragt man sich schon, wo liegt da allein die Logik? Aber da braucht gar nicht logisch gedacht zu werden. Das steht im Gesetz. Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Urlaub für mindestens 4 Wochen pro Jahr. Ich vereinfache das jetzt mal. Wer also eine 5-Tage-Woche hat, 20 Tage im Jahr. Wenn er 6-Tage-Woche hat, 24 Tage im Jahr. Und die muss er auch bezahlen. Und vor allen Dingen während eines laufenden Arbeitsverhältnisses kann ich nicht irgendwann mal hineinregieren und sagen, das kriegst du nicht mehr. Aber geht sie nicht Gefahr, wenn sie jetzt darauf besteht, dass ihr dann gekündigt wird? Was soll ich darauf sagen? Das ist, da geht sie zum Arbeitsgericht und der Arbeitgeber fällt hinüber. Also das ist so klar wie Kloßbrühe. Nur, wir hatten vorhin in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, das Klima im Betrieb wird dann nicht mehr so sein. Aber ich würde doch nicht auf bezahlten Urlaub verzichten als Arbeitnehmer, wenn ich weiß, er steht mir zu. Was würden Sie im ersten Schritt raten? Ja, ich sage ja immer ganz gerne reden, aber hier scheint der Arbeitgeber ja schon über das Redestadium hinaus zu sein. Der Betriebsrat wird ganz sicher dem nicht zustimmen. Das geht überhaupt gar nicht. Also das ist ungefähr wie wenn der Arbeitgeber sagt, bisher Stundenlohn 12 €, ab sofort 6 €. Wo leben wir? Reinhard Poth aus Bochum hat eine ähnliche Frage. Er sagt, als Rentner arbeitet er bei einer Putzfirma in Bochum als Minijobber und bekommt weder Urlaub noch Krankengeld. Ist das rechtens? Ja, bei Rentnern ist es oft so, dass der Arbeitgeber sagt, der ist ja sowieso im Ruhestand, was braucht der noch Urlaub? Aber das hat nichts damit zu tun. Wenn ein Rentner noch arbeitet, ist er Arbeitnehmer. Im Nebenberuf praktisch, hat auch in der Zeit Anspruch auf Urlaub. Er hat Anspruch darauf, wenn er krank wird, bis zu 6 Wochen Entgeltfortzahlung oder man sagt auch allgemein Lohnfortzahlung. Er hat Anspruch auf bezahlte Feiertage. Nicht Rosenmontag, sondern die ganz normalen Feiertage, die gesetzlich. Hannelore Weichenberg aus Selm sagt, ich war bis Ende August 2009 krank. Danach musste ich meinen kompletten Jahresurlaub nehmen und durfte ihn nicht mit in das neue Jahr schieben. Ist das rechtens? Ja, also das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Das steht im Bundesurlaubsgesetz. Das heißt, der Arbeitnehmer soll das im Kalenderjahr abfeiern. Und wenn wie da noch einige Monate Zeit ist, den Urlaub zu nehmen, insbesondere noch in einer Zeit, wo man nicht nur sagt, man muss im November gehen, also zu schlechter Wetterzeit, darf der Arbeitgeber das tatsächlich verlangen. Der Arbeitgeber muss den Urlaub in das neue Jahr übernehmen, wenn der Arbeitnehmer sagt, dringende persönliche Gründe zwingen mich dazu, jetzt nicht in Urlaub zu gehen. Beispielsweise, mein Mann wird krank, meine Frau wird krank oder was auch immer. Heidi Fleischmann aus Dermbach sagt, meine Zeitarbeitsfirma hat mich gefeuert, als ich, Klammer auf, während der Probezeit, Klammer zu, Urlaub nehmen wollte. Ist das rechtens? Gleich auf die, ach, das ist geschossen gleich, ich wundere mich immer wieder. Natürlich braucht der Arbeitgeber während der Probezeit keinen Urlaub zu geben, denn 6 Monate muss ein Arbeitsverhältnis bestanden haben. Dann besteht überhaupt erst mal nach dem Gesetz Anspruch auf Urlaub. Aber feuern nicht gleich, sondern dann kann man halt nur sagen, Mädchen, das geht nicht. Was soll derjenige jetzt machen, wenn er gefeuert wurde? Gegen dieses Entlassen kann man klagen und jeder Arbeitsrichter wird sagen, das ist kein Grund, jemanden zu feuern. Wir haben viele Fragen, deswegen ganz schnell rein. Wolfgang Büser, schönen guten Morgen nochmal. Hallo, Herr Jakob aus Stuttgart fragt und sagt, ich probiere seit 2 Jahren einmal mehr als 3 Wochen am Stück Urlaub zu bekommen. Der Chef genehmigt das aber nie. Kann er irgendwas tun? Ja, also mit dem Betriebsrat reden. Das Bundesurlaubsgesetz sagt zwar, zusammenhängend muss auf jeden Fall ein Zeitraum von 14 Tagen sein. Aber 3 Wochen ist nicht unnormal in der heutigen Zeit. Und der Arbeitgeber muss schon triftige Gründe vorbringen, warum er diese 3 Wochen nicht genehmigt. Pierre Diederichs aus Berlin ist jetzt live am Telefon. Schönen guten Morgen in die Hauptstadt. Schönen guten Morgen. Was ist Ihre Frage denn? Meine Frage wäre, ich habe noch 4 Tage aus 2009. Und wir haben wenig Arbeit im Betrieb und soll diese 4 Tage erstmal nehmen, ist okay. Und dann ist der Arbeitgeber, kann er von mir verlangen, meinen neuen Urlaub auch schon anzugreifen, eben weil wir keine Arbeit haben. Also Herr des Urlaubsgeschehens ist vom Grundsatz her der Arbeitnehmer. Wenn Sie jetzt noch 4 Tage Urlaub aus dem alten Jahr haben, kann der Arbeitgeber verlangen, dass Sie sie nehmen. Denn das ist ja schon wahrscheinlich ein Entgegenkommen gewesen, dass er sie Ihnen übertragen hat. Das muss er nicht immer tun, nur bei triftigen Gründen. Also die 4 Tage okay. Und der neue Urlaub, das darf der Arbeitgeber nicht bestimmen, dass Sie den jetzt nehmen. Sie haben das Jahr über die Zeit. In Absprache mit dem Arbeitgeber, wenn Sie ein gutes Verhältnis weiterbehalten wollen, kann das natürlich nicht schaden. Aber zwingen kann der einen
Der Herr des Urlaubsgeschehens ist vom Grundsatz her der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber kann sagen, wenn jemand haben möchte, geht nicht. Herr Diederich, danke schön für den Anruf. Offensichtlich dann also eine Abwägungsfrage. Ja. Rainer Zimmermann aus Walsrode sagt, meine Frau ist krank und hat nach 9 Urlaubstage. Ihr Chef sagt, dass diese am 31.03. verfallen. Sie kann den Urlaub bis dahin aber nicht nehmen, weil ihr bis dahin noch eine OP und Kur davor stehen. Hat sie Anspruch auf einen Ausgleich? Sie kann also den Urlaub, der ihr jetzt noch zusteht, den sie aber nicht nehmen kann bis an das Mess, das ist normalerweise das Ende des Übertragungszeitraums im neuen Jahr, da kann sie verlangen, dass er ausgezahlt wird. Mhm. Katja Rasbach aus Eichigt fragt, wenn man einen Familienurlaub geplant hat, der auf Wunsch des Chefs dann storniert werden muss, zahlt dann der Chef die Stornierungskosten oder muss man die selber tragen? Stornierungskosten zahlt der Chef. Ich könnte mir anfangs vorstellen, dass man noch die Frage stellt, ja, für wen jetzt alle? Für mich nur als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin oder auch für meinen Ehepartner und die Kinder? Wer hat den Anlass gesetzt, dass storniert werden musste? Der Arbeitgeber. Und dann hat er in diesen sauren Apfel zu beißen. Vielleicht als Trost, ist für ihn Betriebsausgabe. Mhm. Eine Frage anonym gestellt. Wie viel Prozent des Urlaubs darf der Arbeitgeber mit Betriebsferien etc. festsetzen? Prozentual kann man das nicht sagen. Denn das Bundesurlaubsgesetz ermöglicht natürlich, und das Bundesarbeitsgesetz hat es bestätigt, dass Betriebsferien angeordnet werden. Aber es kann nicht sein, dass ein Arbeitgeber sagt, wir machen 5 Wochen Betriebsferien, hat ein Arbeitnehmer überhaupt keine Chance mehr, zu einer Zeit, die er an sich gerne möchte, in Ferien zu gehen. Also 3 Wochen ist das normale Maß. Und das hat das Bundesarbeitsgericht auch ausdrücklich bestätigt. 3 Wochen darf der Arbeitgeber, weil die meisten Arbeitnehmer heutzutage 6 Wochen Urlaub haben, haben sie noch 3 Wochen individuell. Und Wolfgang Büser ist unser Experte, der zudem offensichtlich keine Ahnung hat, wenn ich mehrere Mails schreibe. Hallo. Also jetzt zum Beispiel Tommy, der uns eine Mail schreibt. Herr Büser kennt die Situation bei 400-Euro-Jobs nicht. Aha. Dort gibt es keinen Urlaub. Der Arbeitnehmer wird nach Stunden abgerechnet, in denen er gearbeitet hat. Besteht er darauf, also Urlaub zu haben, dann darf er sofort nach Hause gehen. Man ist Leiharbeiter, ich kenne das. Ich bin seit 5 Jahren Minijobber. Ja, ich habe hier irgendwo das Mindesturlaubsgesetz, das Bundesurlaubsgesetz. Mhm. Darf ich mal einen Paragraphen zitieren? Lang ein, und breit. Einen dürfen Sie. Gut. Jeder Arbeitnehmer, heißt es dort, hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Das ist die Generalregel. Gut. Ist ein Minijobber ein Arbeitnehmer? Ja, aber das ist das Gesetz. Und wir wissen, alle Paragraphen sind Papier und Papier ist geduldig. Und im Alltag sieht es anders aus. Sie möchten jetzt also, weil in der Praxis es möglicherweise anders läuft, dass ich sage, ihr habt keinen Anspruch. Herr Lorig, das können Sie von mir nicht verlangen. Hier steht das Gesetz, der Anspruch besteht. Und wenn ein 400-Euro-Jobber sich das gefallen lässt, dann ist er, in Anführungszeichen gesprochen, ist selbst schuld. Dann darf er sich nicht beklagen. Er wird dann zwar sagen, möglicherweise fliege ich raus. Er geht zum Arbeitsgericht und kriegt zumindest dort Recht und vielleicht sogar mit einer Abfindung noch was. Wenn der nächste Jobber, der für ihn eingestellt wird, auch sagt, ohne Urlaub mache ich das nicht, der übernächste auch, der drittnächste auch und immer so weiter, dann gibt es keinen Arbeitnehmer mehr, der die 400-Euro-Jobber über den Tisch zieht. Man muss sich quasi wehren, das lerne ich daraus, aber das Problem ist, die meisten werden es nicht tun, weil dann ist man der einzige Dumme, der sich wehrt und dann draußen. Das kann ich aber auch nicht ändern, ich kann sie ja nicht zwingen. Das ist korrekt. Eine weitere Mail von Heidemarie Mostaf. Sie schreibt, ich bin Arbeitgeberin, Zahnärztin. Hi. Meine Angestellten können nur dann arbeiten, wenn ich auch arbeite. Das klingt logisch. Kann ich dann mehr als die von Ihnen genannten 3 Wochen Urlaub anordnen oder darf ich selbst nur 3 Wochen Urlaub nehmen? Oh, feier. Also wenn die Zahnärztin tatsächlich mal 6 Wochen in Urlaub ist, sowas ähnliches wie Betriebsferien macht, und die Mitarbeiter haben aber nur 4 Wochen. Ja, kann ja sein. Ja, klar. Dann können die aber die restlichen 2 Wochen, wo die Zahnärztin Urlaub hat, noch nicht arbeiten. Ja. Was muss die Zahnärztin tun? Sie muss das bezahlen. Ah. Denn sie setzt ja den Grund dafür, dass die Mitarbeiterin, die ja an sich ja gerne jetzt wieder arbeiten möchte, die sind ganz wild darauf, Speichel abzusaugen und ähnliches mehr, dass die nicht arbeiten können. Die Chefin muss die 6 Wochen bezahlen. Mhm. Renate Franke aus Klöschwitz sagt, mein Sohn hat einen befristeten Arbeitsvertrag unterschrieben, in dem steht, dass er keinen Anspruch auf Urlaub hat. Ist das überhaupt rechtens? Das ist nicht rechtens. Ein befristeter Arbeitsvertrag kann natürlich sein, auf 5 Monate. In der Zeit hat er tatsächlich noch keinen Urlaubsanspruch, den er nehmen könnte. Sechs Monate ist mal. Aber wenn er ausscheidet nach diesen 5 Monaten, muss er die 5 Monate ausgezahlt bekommen. Jemand fragt anonym, von meinen 27 Tagen Jahresurlaub darf ich vom Arbeitgeber nur 6 Tage am Stück nehmen. Ist das rechtens? Nein. Bundesurlaubsgesetz. Aber jetzt zitiere ich mal nicht. Nein, alles klar. Freie Wolfgang Büser.